Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Diesen letzten Satz des Evangeliums im Ohr, liebe Schwestern und Brüder, lässt uns dann doch wirklich fragen, hat er also doch recht? Hat er doch also wirklich recht behalten, dieser Friedrich Nietzsche, wenn er das Christentum als eine Sklavenmoral beschreibt? Sklavenmoral heißt, das haben sich die Schwachen und die Geringen ausgedacht zum Schutz vor den Starken. Und das Christentum ist sozusagen der Vorreiter dieser Schwächlingsmoral, die zu nichts taugt. Nach Nietzsche müssen wir wieder hin zur ursprünglichen Herrenmoral. Und die heißt, also entgegen dem, was das Christentum jetzt seit 2000 Jahren propagiert, eine Umwertung der Moral. Wir müssen wieder hin zur Stärke, zur Tapferkeit und zur Mitleidlosigkeit. So sah das Friedrich Nietzsche. Wir können aber fragen, ist das die richtige Alternative? Ist das die rechte Gegenübersetzung? Wir sind ja immer schnell versucht, uns für eines zu entscheiden und das dann in der Regel zu Tode zu reiten. Nehmen Sie als Beispiel letzten Sonntag das Evangelium vom reichen Prasser. Ich habe letzten Sonntag versucht, ja durchaus auch etwas zur materiellen Armut zu sagen. Und ich bekam dann im Internet entsprechende Rückmeldungen. Das ist falsch, hieß es dort. Es geht überhaupt nicht um materielle Armut, es geht nur um geistige Armut, damit wir uns recht verstehen, hieß es dort. Also was der da predigt, ist falsch. Das ist wieder so eine Gegenübersetzung. Die Kirche, wenn man in ihre Geschichte schaut, hat immer beides, nie aus den Augen verloren. Wer diesem Evangelium vom reichen Prasser abstreitet, dass es um materielle Armut geht, hat im Leben noch nichts von Johannes Chrysostomus gehört, dem größten Prediger der Kirchenväter. Der hat das nur materiell verstanden. Und zwar ziemlich deutlich. Ich empfehle das zur Lektüre. Auch hier heute. Wie passt denn unser Evangelium, wenn Jesus zu uns spricht vom Sklavendienst, zu der Aussage des Paulus, die er Timotheus schreibt? Gott hat uns eben nicht, man muss den Nietzsche noch im Ohr haben, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wie passt das denn zusammen? Sind wir nicht zu Duckmäusern erzogen als Christen, die lieber den Mund halten, als ihn aufzutun? Ich glaube, es gibt eine merkwürdige Umkehrung. Da, wo wir heute den Mund auftun müssten, da sind wir wirklich duckmäuserisch. Da, wo wir besser kleiner wären, viel, viel, viel bescheidener, unansehnlicher, da bauen wir alles groß auf. Worum geht es? Sowohl bei dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, wie auch beim Sklavendienst Christus gegenüber. Wir sollten den ersten Satz des Evangeliums nicht aus den Augen verlieren. Die Einheitsübersetzung sagt, stärke unseren Glauben, so bitten die Apostel. Im Griechischen ist das viel knapper. Am knappsten kann man das übersetzen, gib uns Glauben. Die Apostel bitten Christus, gib uns Glauben. Was heißt das? Jesus sagt ja kein Glaubensbekenntnis auf. Wie sich das dann in der Kirche herausgebildet hat oder wie wir das dann gleich nach der Predigt sprechen werden. Glaube scheint also hier etwas anderes zu meinen, als dass wir ein rechtes System haben. Das ist wichtig, das braucht man. Man braucht eine gewisse Standfestigkeit, um sich überhaupt entfalten zu können. Man kann das nicht jeden Tag ausdiskutieren. Gib uns Glauben meint genau das Umgreifen von beidem. Das, was Paulus an Timotheus beschreibt, mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das, so kann man nur leben und auftreten, wenn man weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes seit der Taufe. Ja, das ist jedem und jeder von uns über dem Taufbrunnen zugesagt und versprochen worden. Es ist besiegelt worden im Sakrament der Taufe. Und es wird jedes Mal noch einmal neu besiegelt im Sakrament der Eucharistie, wie auch im Sakrament von Umkehr und Versöhnung. Das
Das müssen wir, das sollen wir, das dürfen wir in uns haben, diesen Zuspruch Gottes, der uns überhaupt eine Bühne ermöglicht, in dieser Welt aufzutreten und zu sagen, ich bin wer. Nicht aus mir heraus, nicht aufgrund meiner Leistung oder weil ich so toll bin, sondern weil es den einen und einzigen Gott gibt, der mich ansieht und von dem her ich Ansehen habe, eben ein Kind Gottes zu sein. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die eher, und das ist sehr interessant im Neuen Testament, dass das immer nur Christus gegenüber in Erscheinung tritt. Sklavendienst. Paulus selber, der an Timotheus diese Sätze schreibt, weiß darum und bezeichnet sich selber als allerersten als Sklaven Christi. Es gibt also beides. Und wir sollten uns abgewöhnen, das immer gegeneinander auszuspielen. Denn wir sehen ja, wohin es führt. Es war richtig, dass wir lange Zeit die Würde der Gotteskindschaft, das, was ein Christ wirklich sein darf und was er darstellt, dass wir das oft zu gering geschätzt haben. Die schlimmsten Ausläufer zeigen sich in den Missbrauchsskandalen, da wo man eben nicht die Würde des Gotteskindes achtet, sondern als Selbstbedienungsladen Menschen ansieht, für das eigene Gelüst. Aber wenn wir nur auf dieser Schiene bleiben, dann entsteht etwas, das auch am Ende mündet in viel Trägheit und Bequemlichkeit, die wir auch allenthalben beobachten können. Wenn wir nicht mehr lernen, bei diesem Satz, Herr, gib uns Glauben, dass Jesus genau auf diese Frage hin vom Sklavendienst spricht und beschreibt, wie es ist, was man zu tun hat, nämlich zu arbeiten. Zu arbeiten für den Herrn. Hans-Urs von Balthasar sagt einmal, das Evangelium verdeutlicht es. Glauben ist kein sich hinsetzen und warten, bis der Herr kommt und uns mit seiner Gnade bedient, sondern er erhält seine unbegreifliche Wirksamkeit im Dienst am Herrn, der ja unser Diener geworden ist und der es nicht leiden kann, dass man sich untätig von ihm bedienen lässt, sondern es für selbstverständlich hält, dass man mit ihm zusammen dient. Liebe Schwestern und Brüder, im Evangelium sagen die Apostel zu Jesus, gib uns Glauben. Sie sagen nicht, gib uns Strukturen. Sie sagen nicht, gib uns Geld. Ohne das können wir nicht Kirche sein. Wie sollen wir denn das alles bewerkstelligen, was wir da zu tun haben, alles, was wir aufgebaut haben? Nichts von dem steht hier. Es steht, gib uns Glauben. Und dieser Glaube ist es, dieser durchbuchstabierte Dienst an Christus, dass wir lernen, immer jeden Tag neu lernen, dass jeder Handgriff, den wir tun, ein Dienst für Christus sein muss. Das verbindet das Christentum von Anfang an übrigens mit der pharisäischen Bewegung, die wir gewohnt sind, immer so etwas abzuputzen. Die Pharisäer haben den Weg beschritten in den kleinsten Geboten, also mitten im Alltag, versuchen, einen Dienst für Gott zu sehen und es deshalb auch den Alltag zu würdigen und in Ernst zu nehmen. Nicht nur die großen Dinge, die dann im Paulinus stehen, mit einer halbseitigen Titelgeschichte. Welche Dinge, wo jemand einem Kranken dient, wo jemand still für sich, jetzt vor allen Dingen im Oktober den Rosenkranz betet, für jemand anderen. All die vielen kleinen Dinge, von denen nie eine Zeile gedruckt wird, das ist Dienst für Christus. Das ist Arbeit am Reich Gottes. Und es wächst dadurch mehr als durch jede beschlossene Struktur oder durch viel Geld. Die Wertschätzung des Alltags, die Jesus von den Pharisäern in gewisser Weise übernimmt, aber sie ausweitet. Nicht die Gebote stehen im Mittelpunkt, sondern immer der Mensch. Immer der Mensch in Bezug zu Gott. Dem Menschen muss man dienen. Man muss es so tun wie Christus selber, der unser Sklave geworden ist. Aber der eben nicht will, dass wir uns einfach hinsetzen und sagen, der macht ja schon. Sondern wir selber sind gefordert. Mit jedem noch so kleinen Handgriff. Mit dem, was wir tun, was manchmal oft so sinnlos erscheint. Oder wie oft fragen Sie sich am Tag, für wen tue ich das hier eigentlich? Nichts ist verloren.
Alles, was so klein ist wie ein Senfkorn, so unscheinbar, kann etwas ganz Großes sein und ist in den Augen etwas Großes. Liebe Schwestern und Brüder, die Apostel bitten, gib uns Glauben. Diese Bitte müssen wir uns zu eigen machen, dass wir tiefer verstehen lernen, worin dieser Glaube besteht und dass er uns geschenkt ist in der Würde der Gotteskindschaft, aber zugleich in der Forderung, wie ein Sklave für Christus zu arbeiten und ihm zu dienen. Strukturen kosten Geld. Glaube in diesem Sinn kostet das Leben. Kostet das Leben in ganz kleinen Münzen, das, was wir jeden Tag tun. Der Einsatz der 1000 Kleinigkeiten, von denen keine vergebens ist. Glaube ist nach unserem Evangelium Arbeit, ja, Disziplin, ja, auch, Einsatz, Engagement, Gebet, aber genau darin Freude, in allem, was wir unternehmen, ihm zu dienen, unserem Herrn zu dienen, der unser aller Sklave wurde. Es ist eine frohe Arbeit, die wir da tun können, diesem Herrn zu dienen.